Nach oben hieß es, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hoch und dann den Gang runter. Im Notfall den Stromkabel nach. Die werden Strom brauchen für so einen Operationssaal. Ah. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Das wusste die schon seit April. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Achso, nee, warte, wir sind jetzt wieder im Spiel. Alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hochbleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal. Sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodromen Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Oh boy, und wir sind dabei, das alles zunichte zu machen. Auf dem besten Weg dahin. Oh boy. Was eine Scheißsituation. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, eher einen Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Scheiße, ey. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter. Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. So hat sie entschieden. Aber so kann Joel nicht entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass ich das könnte. Es könnte immer noch schief gehen. Oder es könnte immer noch nicht anschlagen oder was auch immer. Das ist ja basically einfach nur ein ganz großes Experiment. Ah, nee. Mm-mm. Nee, 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 nee. Wir beeilen uns. Surgery, ja. Glaubt ihr das? Naja. Dann glaubt das mal weiter. Ich bin bisher überall durchgekommen, wo ich wollte. Ich glaube nicht, dass ihr die Ersten sein werdet, die mich aufhalten. Wobei ihr da ziemlich gut steht, das muss man euch lassen. Von da noch kommen? Nee. Ich sehe wieder gar nichts. Aber dich sehe ich. Heilige Scheiße! Halt's Maul. Selber. Sollte es auch nicht. Puh, das ist das erste Mal, dass wir andere Leute umlegen als die von Davids Gruppe. Dass wir Leute umlegen, die eigentlich auf unserer Seite sein sollten. Schon das gesamte Spiel über. Oh. Ah ne, das war ein Wasserhähne.
So eine Scheiße hier, ey. Interessant, dass die ihre gute Position aufgegeben haben, ne? Die haben sich ganz schön auseinander verwirren lassen. Die standen da ziemlich gut. Wenn die einfach so stehen geblieben wären, hätten sie jede Richtung abgedeckt. Egal aus welcher Richtung ich komme, hätte ich basically nichts tun können. Oh boy. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich dachte, ich hätte die Schrotflinte. Well. Habe ich die beide verfehlt? Warum schieße ich eigentlich mit dem Ding? Ich könnte auch einfach... Oh, es hat auch nur noch zwei Schuss. Okay, never mind. Aber es ist halt stärker. Puh, ihr zielt gut. Das muss man euch lassen. Aber nicht gut genug. Ihr müsst es heller verteilen. Das tut ihr nicht. Lol, sie hat nicht mal ein Zielfernrohr. Also nicht mal ein Zielpunkt. Ich kann, ich, selbst wenn ich zielen möchte mit dem Ding, ich kann es nicht. Da lebt doch noch einer, laber keinen Scheiß. Das weiß ich doch ganz, ja. Ganz genau. Jetzt geht mir aber langsam die genaue Munition aus. Muss man leider so sagen. Ich habe keine Munition, mit der ich genau schießen kann. Jetzt ist langsam nur noch drauf. Das ist gefährlich. Das gefällt mir nicht. Was? Ernsthaft noch wer übrig, der mich gesehen haben kann? Ich dachte, das wäre jetzt durch. Das ist doch eigentlich auch. Oh, never mind. Never mind. Und ich habe, wie gesagt, nichts Genaues mehr. Ich dachte nicht, dass der hochkommt und direkt schießt. Das war gut von ihm. Das war actually... Oh doch, ich habe noch einen einzigen Schuss. Aber warte mal. Wo schießt du hin? Schön das Gehirn an die Wand gemalt. Das dürfte jetzt gewesen sein. Ja, Flammenwerfer oder was? Nee, es ist MG. Warte mal, warum habe ich eigentlich den Flammenwerfer ausgerüstet? Den kann ich hier echt nicht verwenden. Kann man nur 90 Schuss von dem Ding tragen? Alter, was ist das für eine Müllwaffe, Mann? Ach Gott, Mabel, ey. Das ist so eine Scheiße. Und die haben auch alle nur MG, ne? Ich hasse MGs. MGs sind ein Haufen Scheiße. MGs haben halt wirklich keinen Einsatzzweck, ne? Ganz ehrlich. Wann brauchst du eine MG? Schrotflinte, Logo. Scharfschützengewehr, natürlich. Gewehr, aber hallo. Und ein Revolver, natürlich. Aber einen fucking MG, wann brauchst du das? Wann sind 30 ungezielte schwache Schüsse besser als ein starker? Gezielter. Kopfschuss. Hey, Eva. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Zu fragen war eher Formalität. Immerhin, damit erkennen sie an, dass du die Anführerin bist. Ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Wenn wir es verhindern können.
War sie auch Ärztin? Ellies Mutter? Weil sie auch nach der Lösung, nach einer Heilung gesucht hat? Oder hat sie einfach nur den Fireflies irgendwie geholfen, oder? Ein Rätsel. Nee, Joel wird ihr niemals vergeben können, wenn sie das tut. Mit Sicherheit nicht. Oh, rein da. Shit, 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 shit. Rein! Oh Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Die Sache beenden. Ich gebe sie Ihnen. Lass das! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Muss ich die... Nee, muss ich nicht. Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Die beiden machen nichts. Mist. Okay. Zurück! Oh, Scheiße! Mist. Ich kann jetzt nicht mehr schießen. Ich bring dich hier raus, Kleine. Die haben da ein Alarmsystem? Oh, leck mich. Schild, das war die falsche Richtung, oder? Die trauen sich nicht auf mich zu schießen, weil ich Ellie... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Weil ich Ellie habe. Wenn die, auf, wenn die Ellie treffen sollten, dann haben sie alles verloren. Die trauen sich nicht auf mich zu schießen. Das ist gut. Das ist gut. Lass das. Okay, vielleicht trauen sie sich doch... Nee, siehst du, sie kriegen den Befehl, das Feuer einzustellen. Ich hoffe, die haben keine Kraft dafür, den Aufzug, also keine Anlage dafür, den Aufzug anzuhalten. Sie nicht retten. Natürlich. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Sagt wer? Sie hätte nicht gewusst, dass es sie tötet. Du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Thank you.
nicht. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Jetzt steuern wir wieder Ellie. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Jackson City. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Joel hat Ellies Leben über das gesamte Wohl der Menschheit gestellt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Wieder bei Tommy, ha? Er hat für Ellie... Es ist nicht mehr weit. ...die gesamten Fireflies aufgemischt. Und sogar Marlene erschossen. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Ein hartes Ende. Hey, warte. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist... Und dann Marlene und das weiß sie nicht. Verstehst du das nicht? Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert... Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör's mir. Das hat er gefunden, ja. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Er hat sie zum Schluss angelogen und ihr nicht gesagt, was wirklich passiert ist. Es ist ein hartes Ende. Eins, was mich damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auch unglaublich überrascht und auch mitgenommen hat. Denn ich hätte nie erwartet, dass wir so ein Ende bekommen, was weder gut noch schlecht ist. Wir haben das Ziel, was wir das gesamte Spiel über verfolgt haben, in den Wind geschlagen. Und die Gruppe, die eigentlich am ehesten auf unserer Seite stehen sollte, komplett aufgemischt und ihre Anführerin erschossen, um Ellie zu retten. Und hey, gutes Ende. Ellie ist gerettet und Ellie und Joel können wie Vater und Tochter zusammen weiterleben. Hoffentlich friedlich. Aber dafür ist eben auch die Rettung der gesamten Menschheit einfach dahin. Einfach so, weil Joel entschieden hat, dass er Ellie nicht sterben lassen kann, dass er nicht mehr ohne Ellie leben kann. Wie er gerade sagte, du findest irgendwann etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Und er hat lange danach gesucht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich weiß auch nicht, ob er es vorher
bevor er Ellie getroffen hat, überhaupt jemals gefunden hat oder ob er es glaubte, gefunden zu haben. Aber jetzt mit Ellie, nachdem er ein Jahr mit ihr unterwegs war, da sieht er in ihr eine zweite Tochter und ohne die kann er nicht mehr leben oder möchte er jedenfalls nicht. Ja, Leute. Ein unglaublich gutes Ende für ein unglaublich gutes Spiel. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Das glaubt ihr mir gar nicht. Aber vielleicht glaubt ihr mir es, wenn ihr eines der nächsten Videos auf diesem Kanal seht. Denn ich plane da schon ein bisschen was. Ich habe da schon ein bisschen was geskriptet und ich hoffe, es wird einigermaßen geil. Denn ich muss zu diesem Spiel noch ein bisschen was machen. Aber bevor wir darüber weiter quatschen, erstmal Fazit zum Spiel. Das Spiel hat teilweise ein ziemlich spezielles Kampfsystem. Ich finde die Art und Weise, wie man mit dem Bogen schießt, immer noch seltsam, ne? Dass man mit links spannt und zielt quasi und dann mit rechts nur noch abdrückt, wie bei einer Pistole, und dass man nicht mit links quasi, also irgendwie ist es weird, Auch, dass man mit der linken Schultertaste, also wirklich Taste hier oben, die man normalerweise nie benutzt, anstatt hier unten, dass man mit der rennt, okay, I guess. Ist auch ein bisschen verwirrend teilweise. Ich würde manchmal lieber einfach den Control-Stick reindrücken, den linken. Der ist dann allerdings meistens für die Hinweisfunktion in-game belegt. Diese funktioniert allerdings nur an den Stellen, wo es auch vorgegeben ist und nicht an allen. Außerdem ist sie oft auch einfach nicht hilfreich, weil sie dann auftaucht, wenn man eh genau weiß, wo man hin muss, und dann nicht auftaucht, wenn man seit einer halben Stunde planlos im Kreis rumrennt. Also da ist Verbesserungsbedarf, ja. Die Steuerung, das war mein erstes PlayStation-Spiel, weil ich komplett durchgespielt habe, und es ist ein relativ schwieriges für den Anfang, würde ich behaupten. Und das war's. Das waren alle negativen Punkte, die mir zu diesem Spiel einfallen. Die wollte ich am Anfang rauskriegen. Das Spiel ist von 2013 und sieht natürlich, es sieht eigentlich nicht dementsprechend aus, weil es sieht unglaublich gut aus. Es sieht wunderschön aus, auch heute im Jahr 2021 auf der PS5 noch. Wir spielen die PS4 Remastered Version und man sieht an einigen Stellen unscharfe Texturen aus dem Hintergrund vor allem, die nicht hochauflösend sind, oder dass irgendwo relativ spät Dinge reingeladen werden in der Entfernung. Das sieht man. Aber das ist nicht schlimm. Das Spiel sieht immer noch unglaublich schön aus. Die Welt ist so schön designt mit einem Detailheitsgrad. Man sieht immer wieder Referenzen auf die Welt, wie sie damals war. Man kann kleine Storyteile daraus auch teilweise ablesen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die Koffer ungepackt oder gepackt, je nachdem, irgendwo mitten im Flur liegen. Das Haus wurde überstürzt verlassen oder, ne? Alles Mögliche kann man sich an dieser Welt quasi ablesen, und das ist eine unglaublich schön designte Welt, durch die man sich da begibt. Wir sehen gerade hier Musik. Gustavo Santaolalla. Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Der Mann ist ein Genie. Der hat den Soundtrack komponiert und das Main-Theme und so weiter. Und holy fuck, ist das geil. Jedes Mal, wenn ich diesen Soundtrack höre, Alter. Oh boy. Das Main-Theme. Habe ich direkt wieder Bock, das Spiel anzufangen und einfach weiterzuspielen oder nochmal zu spielen oder wie auch immer. Es ist so, so geil. Also die Musik ist unglaublich gut. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vielleicht am besten finde. Oder wahrscheinlich, definitiv, die Story im Zusammenhang mit den Charakteren und deren Beziehungen untereinander. Die Charaktere alleine tragen dieses Spiel so unglaublich gut. Die Beziehung zwischen Ellie und Joel, die sich über das Spiel hinweg immer mehr zu so einer Vater-Tochter-Beziehung entwickelt. So am Anfang von Joel, der einen unglaublichen Verlust erlitten hat, was wir direkt am Anfang des Spiels merken, was übrigens eine unglaublich fucking gute Intro-Sequenz ist, weil die dich innerhalb der ersten 20 Minuten direkt abholt. Die Welt ist im Arsch, du weißt, du fühlst diesen Schmerz von Joel, diesen Verlust seiner Tochter, das kann jeder nachvollziehen, egal ob du Kinder hast oder nicht, das kannst du nachvollziehen, und du verstehst es, was ihn zu diesem grimmigen, verschlossenen Kerl gemacht hat, der 20 Jahre später ist. Der alle von sich wegdrückt, auch Ellie am Anfang. Und so langsam nähern sie sich dann aneinander an und Joel öffnet sich wieder. Und das ist so, so schön mitzuerleben, bis zum Ende dann, wo sie eben wirklich, ja, einfach wie Vater und Tochter zusammen funktionieren. Joel sich einfach
ihr öffnet und mit ihr über irgendwelche Dinge reden kann, ihr Gitarre beibringen möchte, alles Mögliche. Das ist so, so schön geschrieben. Und natürlich gipfelt das Ganze dann in der Endsequenz, wo er ihr Leben wahrscheinlich auch einigermaßen, wie sagt man, selfish, ne? Über das Leben der gesamten Menschheit stellt, über die Heilung für die Menschheit. Ja, die Story, die wir dabei verfolgen, ne? Ellie immun und soll halt zu den Fireflies gebracht werden. Die hätte das alleine nicht tragen können, bin ich der Meinung. Erst im Zusammenspiel mit diesen ganzen Charakteren, auch Charakteren, die wir zwischendurch getroffen und wieder verloren haben, funktioniert das so unglaublich gut, wie dieses Spiel funktioniert. Und ja, Leute, ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich unbedingt erwähnen möchte. Ich vergesse in solchen Fazits gerne was, deswegen möchte ich ja unbedingt noch ein extra Video machen, weil ich genau weiß, dass dieses Fazit, wenn ich es mir auch noch angucke, mir nicht reichen wird für dieses Spiel. Ich weiß es. Aber ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte. Eine Sache vielleicht noch. Ich habe das Spiel jetzt zum allerersten Mal gespielt. Allerdings habe ich es halt vorher schon gesehen. Es hat bei mir damals beim Let's Play vom guten Domtendo angefangen. Da habe ich das Spiel gesehen und seitdem war es schon immer eines meiner Lieblingsspiele, obwohl ich es noch nie gespielt habe. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, hat sich das auch kein Stück geändert. Vielen Dank an Sony und an Naughty Dog für dieses Spiel. Auch für das Remastered auf der PS4, dank dem ich das jetzt auf der PS5 spielen kann. Und jeder, der es noch nicht gespielt hat, ich kann es nur empfehlen. Leute, spielt dieses Spiel, was auch passiert. Wir haben die Trophäe. Fürs Durchspielen auf normal und auf leicht. Danke. Es ist ja gerade in den Gerüchten, ob ein Remake, Remaster oder wie auch immer für die PS5 rauskommt von diesem Spiel. Also wirklich eine voll neu aufgelegte Version. Ich bin der Meinung, die braucht's nicht. Dieses Spiel sieht noch so unglaublich gut aus und spielt sich noch genauso gut. Es könnte auch gestern erst rausgekommen sein. Also klar, wenn es gestern erst rausgekommen wäre, würde man sagen, ja, ist aber grafisch schon ein bisschen veraltet so, aber ne? Es ist halt auch 8 Jahre alt. Und es spielt sich immer noch wunderbar und es ist ein Erlebnis und es hat mich berührt und mitgenommen wohl wie wenige Spiele und deswegen ist es auch auf der Liste meiner absoluten Lieblingsspiele. Schon seit sehr vielen Jahren und jetzt, da ich es gespielt habe, noch viel, viel mehr. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ach ja, genau, den Left Behind DLC muss ich ganz kurz noch ansprechen, ne? Super DLC, unglaublich gutes Ding, schöne Story, die er damit reingepackt hat, eine super Story-Erweiterung, wirklich ein Vorzeige-DLC, habe ich ja auch schon alles in dem Fazit von Left Behind DLC gesagt, also guckt euch das gerne nochmal an. Für den gilt basically alles, was für das Spiel auch gilt. Also, Gameplay macht Spaß, die Story ist geil, die Charaktere funktionieren einfach super und reißen einen mit und sind dafür verantwortlich, dass man wirklich investiert ist in das Spiel und dass man es weiterbringen möchte und dass man für diese Charaktere nur das Beste möchte. Ja, Leute, damit verabschiede ich mich von diesem Spiel. Wer weiß, wenn wirklich ein Remake für die PS5 irgendwann kommt, vielleicht spielen wir das nochmal zusammen. Maybe spiele ich es nur privat, aber ich werde es bestimmt irgendwann mir holen müssen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesem Projekt einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, um weitere ähnliche Videos nicht zu verpassen. Vielleicht ja, wie gesagt, auch nochmal ein Video, wo ich The Last of Us nochmal aufgreifen muss, denn so ganz loslassen tut es mich noch nicht. Ich bin Jonas und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.